Ja, Hauptsache Schnaps. Ja, die Story vielleicht nochmal dazu. Letzten Dienstag gab es auf Arbeit Sekt, weil jemand Geburtstag hatte und wir haben genau am Dienstag aufgenommen. Da ganz besoffen. Eigentlich nicht. Naja, Nee. so kennt man ihn ja, ne? Ich Wenn habe immer noch eine und dann 0,75 Liter Flasche durch 10 Leute gerettet. ja, aber wohl eine ganze Kiste, ne? Von solchen Flaschen. Ja, eine Flasche Also nach der so anderen. oft schon immer mal so. Immer, wir können ja dann wieder Hangouts machen. Gott, oh Gott. Du hast keine Kamera, können wir nicht machen. Nicht mehr als Weihnachten eine schenken lassen. Da wird mal Zeit nach 5 Jahren. Ey, ich hab den Rechner erst seit Ja, aber trotzdem. 1, keine Ahnung was Hat ja war. mein Laptop auch nie funktioniert. Manchmal ordentliche Hangouts in ordentlicher Videoqualität. Herr Fahrer, ich brauch mal deine Hilfe. Ja, du bist ja bei 84%, hallo? Ne, bis der Fahrer hier ist, dauert das doch wieder. Wir können eh nicht, warte mal. Aber wahrscheinlich habe ich gerade wieder so perfekt geparkt, dass nichts Ja. mehr funktioniert. Dass keiner mal hier irgendwas machen kann. Das setzt man von mir da zurück. Oder fährst du gerade einfach da dran vorbei? Nee, oh, ich komme noch vorbei. Du fährst Ich aber schau falsch. mal. Kann ich dir nicht helfen? Bieg das Rohr auf die andere Seite mal. Wenn das so einfach wäre. Oh, du wirst lachen. Ich habe bei einer Ausstellung einen Mähdrescher gesehen, der hatte zwei Rohre. Konntest du links und rechts auswählen. Ja, gibt's ja. Wenn man Schlepper wieder aussieht, ey, dann ist ganz tricky und die Sämaschine erst. Und das hier ist ein Pfusch. Na, ne, der, 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 Pfusch am der. Bau. Ja, die Zapfwelle geht durch die Ackerschienenaufhängung. Soll ne Mist. Tja, ist halt Pfusch. Fährst gleich da drüben ran. Die, die dem Hund, dem. Wie der da aussieht, ist dreckig. Die, dem, da, da. Was jetzt mit deiner Arbeit da drüben? Dieser weiße Strich da? Was für ein weißer Strich? Mit den schwarzen Strich auf dem Feld. Ja, lass die, das sind Kunstfehler. Im Gegensatz zu meinen Strichen am Feld endet. Würde ich mal nichts sagen. Genau. Ich könnte ja auch mal besoffen fahren. Mal gucken, wie das aussieht. Einmal so ein bisschen so stehen lassen, so im Kreis fahren, so. Mach deine Arbeit gefällt. Du bist der Einzige, der hier Gewinn macht. Ja, der Geld verdient. Im aktuellen Arbeitsschritt zumindest. Für die Allgemeinheit sind es für alle. Wenn man die End der Endauftrag ist immer noch Millionär. Wir haben Sache momentan oder nur eben. Schulden. Ja, und wer ist dran schuld? Du. Ja, du und Ich dein bin der Alkohol. Finanzmensch, ich hab wieder was falsch kalkuliert. Haben wir überhaupt jetzt 37.000? Nein, 19. Na, wir brauchen ja auch nicht 27, wir brauchen nur 26.000. Ach Gott, Gott, Gott. Du und dein Alkohol, du versäufst ihm alles. Das ist Das ist zwar recht. katastrophal. Es geht mal gar nicht, ey, Junge. Hey, ich bin hier der Chef. Ich darf mir Geld aus der Kasse nehmen. Du bist Azubi, du. Zu was werde ich denn ausgebildet? Zum Nichtsnutz. Zum Säufer. Aber ich bin doch schon Lümmel. Laut Berufskrampf. GTA-Rang in unserer Kanackentreff-Gruppe. Berufskrampftrinker. Genau, ich lade euch alle mal zum Kaffeesaufen und Biersaufen auf meine Yacht ein. Du hast eine Yacht in GTA. Ja, natürlich, die ganz große mit Hubschrauberlandeplatz. Murdoch hat einfach zu viel Geld, im Endeffekt.
Cheater. Nein, alles hart erarbeitet. Könnte ich mir auch kaufen. Das sagt er jetzt. Naja, hart erarbeiten ist Geld. Ich gehe dafür hart arbeiten. Er hat sich das Geld, er hat sich gekauft. Das. Er hat sich Geld gekauft. Nein, ich habe einen Kredit aufgenommen, sagen wir es mal so. Kredit bei der Bank für GTA aufgenommen. Verwendungszweck? GTA Online. Aber ich muss mal wieder einen Livestream machen über GTA. Ah, okay. Das habe ich hier nicht gesehen, oder was? Der Baum muss weg. Natürlich geht es sich nicht aus. Achso, die Seemaschine ist leer, deswegen. Na dann. Juhu, jetzt habe ich endlich Vorsprung. Gehen wir halt nachladen. Endlich niemand mehr da drängelt. Ja, mal. Naja, ich kann ja mal ein bisschen langsamer machen. So auf 1 km/h und dann. Nächster, ich schieb dich. Wir machen das jetzt wie in Frankreich. Deshalb sollst du in Frankreich auf Parkplätzen die Handbremse anziehen, weil die schieben sich ja selber dann weg. Ja, natürlich. Deshalb machen wir das jetzt genauso. Ich schieb dich jetzt weg. Ob du willst oder nicht. So, nochmal minus 500 fürs Hartgut. Also ich sollte wirklich Buchhalter werden, aber ich finde, es gibt viel zu wenig solche Buchhalter hier im Mods. Und hier übrigens, so ein richtiges Webinterface, wo man genau sieht, wie was Geld abgeht. Und sag mal, du nimmst mir jedes Mal hier Saatgut weg, das weißt du, ne? Nehme dir gar nichts weg. Natürlich, du hast mir hier ganze Reihe Saatgut weggenommen, Saat weggenommen. Hab ich nicht. Hast du wohl. Es ist alles fein säuberlich an der Linie abgeschnitten. Da ist kein einziges Büchlein dort oben verschwunden. Ja, was unten jetzt ist, dieses graue Zeugs, das interessiert ja keinen. Ach, Junge. Butler. Man hat's nicht einfach mit euch. Ich sag's dir. Ach ja, frohe Weihnachten, ne? Wo ist der Schnee? Und wo ist der Weihnachtsbaum? Ich hab heute schon Adventskalender gekriegt. Warum frohe Weihnachten? Ist nicht verkehrt. Naja, diese Folge kommt bei mir zu Weihnachten raus. Warum zu Weihnachten? Alle 2 Tage kommt bei mir ein Video. Und dann ist Weihnachten, oder was? Natürlich. Aha, okay. Naja, dann. Ja, dann wären wir ja nie fertig. Wenn wir Factorio machen, machst du zwar so, da sind wir ja auch schon März. Ja. Und ich bin jetzt überlegen, ob ich Minecraft auch wieder anfange. Da haben wir so Minecraft gestartet, haben wir gedacht, irgendwie hat's was. Ja, ich war letztens auch schon wieder ein bisschen am Rumspielen. Und jetzt kommen ja für die 11er Version ja die ganzen Mods noch der Reihe, dann haben wir gedacht, Da ist halt, ob so die 11er kommt, jetzt alles. Für die 10er gibt es ja jetzt seit einiger Zeit jetzt auch mal Platte Energistic. Was ich aber letztens gesehen habe, dass der ganze Kaff-Zeugs auch noch nicht geupdatet worden ist. Auf was, auf 10er meinst? Ja, zum Beispiel. Ja, Kaff wird auch, so wie ich da verstanden habe, nicht mehr geupdatet. Wieso? Weil irgendwo habe ich in einem Forum gelesen, dass der nicht mehr updaten will. Keine Ahnung. Wir können nicht ganz Thermal Expansion dicht machen. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe nur irgendwas gelesen, dass er nicht updaten will. Und Rek hat auch nicht geupdatet. Aber IC gibt's. Ja, aber das wäre dann das Logische. Man könnte mal andere Mods nehmen. Na gut, das hätte wirklich den Vorteil. Deswegen würde ich, wenn ich spiele, auf der Elfer spielen. Wo es nur ein paar Mods gibt und dann halt immer hinzufügen und halt die nehmen, was da sind. Fertig. Muss ich mal. Das hört sich auch gut an, ja. Mit neuen Mods auseinandersetzen. Da gibt es ja auch schon so eine Art Logistiksysteme, gibt es ja schon irgendwas da. Vor allem, wie schnell die jetzt wirklich dran waren, wie schnell es vor allem ging, dass Forge da angefangen hat. Ja. Die Elfer kam raus, am nächsten Tag direkt der erste Forge. Ja, und dann gleich schon die ersten Mods nach der Reihe. Ja.
Tunnel ist auch jeden Tag updaten, um da was ordentliches mal rauszukriegen. Haben wir noch einige Probleme auch dran. Ja, ja, das ist sicher. Da muss der LS so sein, dass es nur eine Version gibt und die halt immer geupdatet wird. Dass du nicht jedes Jahr eine neue Version kaufen musst. Alle 2 Jahre. Das stimmt, ja. Ja, oder alle 2 Jahre, Entschuldigung. Kannst natürlich auch jedes Jahr eine Version kaufen, wenn du gerne auf der mobilen Version spielen möchtest. Ja, unbedingt. Ich finde es halt schade, dass bei LS das Spiel kommt raus und das bleibt dort stehen. Es wird wirklich nur von den Modern weiterentwickelt. Ich meine, ist bei Minecraft auch so, aber. Naja, die tun schon updaten. Die Features sind natürlich immer so enorm. Auf dem LS ist die Feature-Liste jetzt auch so enorm. Ja, unbedingt. Ich glaube, bei LS17 ist das größte Feature einfach, dass die Grafik realistischer war. Und ja, Schweine und Dings. Müssen wir mal anfangen. Aber erstmal brauchen wir Geld. Erst müssen wir erben. Murdoch, wir können mal töten. Wir brauchen gutes Erbe. Ich kenne das wieder los. Weil das Geilste war letztens in dieser Folge, geht's wirklich ums Erben. Dann geht's um deine Nachbarin in deiner alten Wohnung. Also es geht um die Frau in der alten Wohnung. Also die alte Schachtel. Alles in einer Folge. Okay. Ja, wir haben mit Misskäfer festgestellt, wenn wir eigentlich jemanden umbringen würden, von dem wir erben könnten, wären wir ja schon reich. Das stimmt, ja. Reich an Erfahrung. Ja, wenn, dann bringen wir schon jemanden um, der was mit seinem Geld hat. Obama? Bill Clinton? Ja. Ich mache mir gern vielleicht die Finger dreckig, aber bei sowas auch nicht. Bill Clinton? Nee, Merkel. Trump? Nee, der Mensch ist gut. Nee, der hat gut Geld. Na, der hat eigentlich, in Wirklichkeit hat er ja auch kein Geld. Nee, noch nicht. Er hat nur auf den Schulden. Die Banken retten ihn nur, weil er halt eine gute Marke ist. Das ist eigentlich die Wahrheit. Ja, vielleicht haben wir ihn da wirklich mal ein bisschen was macht in der ganzen Weißen Haus und da sich ein bisschen einlebt und so. Warum? Dann. Er hat doch sein Einkommen auf 1 Euro runtergesetzt. Ja, ich glaub's aber selbst nicht. Aber was soll ein Leben von Lust und Liebe oder was? Ja, der hat doch noch das andere Zeug. Vater Staat. In Amerika zahlt wird doch. Ja kein Mensch, der nicht reich ist, passiert dann. Bei der Wahlkampf kostet ja schon. Ja, da ist auch die Frage, ob die das wirklich alles selbst zahlen oder so, ich weiß ja nicht. Wir werden aus Sponsoren haben. Ja, erstens, es wird ja alles übertragen im Fernsehen, das heißt, Fernsehen verdient auch mit und dann werden die wohl auch ein bisschen was davon abkassieren. Was wird das? Na, abtanken. Du kommst ja nicht gefahren. Abtanken, ja, die Sache. Ja, Ed. Das Warten auf euch, das gibt's so nett, ey. Das ist eigentlich der Stand, 92%, da müssen wir auch bald fortfahren. Wohin könnte man fahren? 99, 100! Könntest du ja schon mal fortfahren. Ups. Ja, wenn wir noch gucken, wohin. Raps ist... Mappe fehlt. Das heißt, den Zug füllen und dann... rüber. In welchem Zug? In Zugdepot musst du erstmal fahren. Und dann in den Zug vom linken Kreis. So. In Zug 1. Als ob ich da schon jemals war. So, da rechts nach hinten runter. Einfach bei unserem Feld. Hey, warum schaue ich nach rückwärts? Denn da verkehrt jetzt. So, Murdoch. Ja, was denn?
gebe Gas. Gib Gas, wo fährst du?